Leuchte, leuchte, kleiner Stern, hoch am Himmelszelt. Willkommen, Let's Play One Piece Pirate Warriors 2 mit Media Nichols. Es ist Zeit, auf der Wüsteninsel für etwas Radau zu sorgen. Herzlich willkommen, Intro. Wir sind mittlerweile bei Kapitel 3, Episode 3 und wir haben hier einen neuen Charakter bekommen, den wir auch gleich mal austesten werden. Auch wenn er uns nicht empfohlen wird, ist es mir egal. Wir spielen jetzt als Mihawk Falkenauge, den wir erstmal auf Level 24 hochpimpen, weil wir es können, beziehungsweise weil er es durchaus verdient hat. So, diverse Techniken sind fertig für Mihawk. Mihawk Spezialangriff, schwarze Klinge, die Leere kann jetzt eingesetzt werden. Okay, mal sehen, wie Mihawk so abgeht. Bin ja gespannt. Wir machen uns auf den Weg zur Basis von der Blackbeard Allianz. Mal sehen. Jurakyuru Mihawk の協力を得た麦わら白ひげ連合は黒ひげ連合の拠点があるという砂漠の島へと上陸した. Ja, irgendwie voll müde. Komisch. Hier ist es nicht Alabastia? Sokoe, Kaigun Honbu ni todomatte ita Smoker no buka kara rendaku ga hairu. Senryu sousa chuu no CP9 chōhō buin yori, tōnai de shōkibo no sentō ga hassei shiteiru to no jōhō ga hōkoku sareteiru to iu. Also landen wir gleich wieder in einem Kampf oder was? Kurohine Rengō to tatakatteiru mono to wa dare nano ka? Das ist eine gute Frage. Wer hat sich jetzt der Blackbeard Allianz in den Weg gestellt? Ach was. Mr. 3 vielleicht? Extrem schlanke junge Frau? Was, echt? Okay, dann können wir vielleicht Nico Robin demnächst mal freischalten. Schön. Da freue ich mich. Ach du meine Güte. Mit Double oder was? Crocodile auf unserer Seite? Ruffy und Nami sind am Start? Whitebeard ist als Kommandant eingetragen? Ach du meine Güte. Rette Crocodile. Besiege Robin. Okay, und zwar die erste Robin hier, oder was? Okay, wir müssen erstmal Münzen hier auswählen. Ja, Gesundheit bitte. Pornoglyph. Nee. Vielleicht erstmal den Haken hier. Vielleicht das. Und dann das. Na, obwohl wir machen eigentlich mal den hier. Dann haben wir bestimmt noch andere Gesundheitsdinger, oder? Gesundheit, Gesundheit. Haben wir fast gar nicht. Wir haben ja kaum Gesundheitsmünzen. Das ist ja tragisch. Gut, dann halt nicht. Obwohl, aber Angriff haben wir ja alles Mögliche, oder? Also gerade Angriff ist ja wirklich voll. Okay, dann machen wir wieder die Mega-Kombo. Passt auf, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und dann machen wir hier halt einfach mal den dazu und den dazu und auch noch Buggy Ball dazu. Für jeden Junge. Gibt dir richtig auf die Fresse. Ah, Kombo-Verbesserung.
Kammerverbesserung. Und dann ganz gerne noch. Überall natürliche Stärke. Dann nehmen wir noch einen Freund. Dann nehmen wir Ruffy in diesem Fall. Bärewachstum haben wir schon. Okay, dann können wir anfangen. Kampf beginnen. Wir spielen mit dem Mihawk Falkenauge. In Alabasta, die Wüsteninsel. Rainbase, die Stadt deiner Träume. Da gab es mal auf. Es gab mal von One Piece, als die frisch in Deutschland anlief, in Deutsch synchronisiert, auch die Soundtrack-CD zu den ersten paar Folgen. Da gab es auch die passende Folge Rainbase, die Stadt deiner Träume. Ein schöner Soundtrack, erinnere ich mich immer gerne dran zurück. So. Okay. Alles klar, habe verstanden von den Attacken her. Da ist schon mal die erste Robin. Geht los. Okay. Vielleicht ist Robin auch nur mega schwach, aber... sieht nach einem guten Damage aus. Aus der Sicht von Falkenauge Mihawk. Okay. Jetzt wird das höchstwahrscheinlich das Ende gewesen sein von Robin. Jawohl. Das war auf jeden Fall einer von den Doppelgängern. Okay, Mihawks Angriff haben echt viel Power, kommt mir jetzt nur so vor. Die sehen echt ziemlich kräftig aus. Oh, ich sehe Ecki schon wieder. Mann, ey. Alter Vogel, ey. Ecki und Jabuda sind unterwegs zu uns. Und Bruno unterwegs zur Zentralfestung. Aber macht er mir persönlich relativ wenig aus, denn ich werde mich einfach da jetzt mal vergnügen. Ecki, du bist ein Schwertkämpfer, der es nicht geschafft hat, gegen Zorro zu bestehen. Dann wirst du es bestimmt auch nicht schaffen, gegen Mihawk Falkenauge themself. Alter, ich geh voll auf die Fresse. Okay, alles klar. Wird Zeit für Spezialattacken. Alter, okay, alles klar. Alles easy, das gleich nochmal. Das kann ja wohl einiges. Mihawk, erstmal hier in den Spezialmodus rein. Brauchen noch mal ein bisschen Power. Als erstes Falkenauge. Und dann noch Ruffy. Gibt den halt richtig. Alter, wie kannst du jetzt hier auf die Fresse bekommen haben? Gute Kombo. Hat gut funktioniert, sind wir mal ganz ehrlich. Geh nicht auf den Sack, du Idiot. So. Ostfestung ist verschwunden im Sinne von... Wie verschwunden denn? Was meint man denn damit? Im Sinne von ist einfach weg oder was? Na egal. So, wir haben noch ein bisschen Leben bekommen. Die Orangen haben es gemacht. Oh, das ist ein Doppelgänger von Robin und Bruno. Sieh mal einer guck. Kann ich die jetzt aufladen? Ja, kann ich. Okay, alles klar. Schwarze Klinge. Alter. Okay, alles klar. Ich glaube, die hat nicht mal so richtig getroffen, aber... das war auf jeden Fall gerade schon sehr ordentlich. Ey, ich krieg auf die Fresse. Hallo. Warum krieg ich so viel auf die Fresse? Möchte ich nicht. Oh, ich habe keinen Dings ready. Okay, jetzt habe ich ready. Alles gut. Alter! Robin, what the fuck? Was die hier ab?
zieht. Egal. Jetzt wird einer der Doppelgänger von Robin gleich mal weg sein. Shazam. Glaube ich jedenfalls. Ja. Jetzt komme ich hier mit meinem Mihawk Falken Auge. Yay. Voll geil. Haben wir noch irgendwo gleich ein paar Doppelgänger? Wo ich schon mal da bin. Ich muss das jetzt so lange wie möglich rauszögern. Ja, das hat natürlich gar nichts gebracht. Ist mir auch soweit bewusst, das war mir schon klar. Aber oh, Mr. 3 und Mr. 2 sind auch noch eingetroffen. Es kommen aber wirklich einige an Personen. Da ist er sogar schon. Mr. 2, Alter. Das geht, Junge. So, schwarze Klinge. Die Leere. Tat gut weh, ne? Mr. 3 und Mr. 2 sollten ausgeschaltet werden. Das denke ich, kriege ich ganz gut hin. Renn doch nicht so weit. Ohne Spaß, wie weit der hier mal wegrennt. Bam. Mr. 2, gehen wir nicht auf den Kicks. Okay, uncool. Ja, ich muss mit Mihawk noch ein bisschen warm werden und so lange müsste ich halt einfach mal noch erstmal nach Leben suchen. Leben! Oh, das ist Ruffy. Hi Ruffy, was geht, Alter? Ist gut Party, sagst du? Ja, kann ich gut verstehen. Okay, Rüstung mehr ist auch nicht so schlecht, aber ich bräuchte jetzt tatsächlich etwas Leben. So wie das hier zum Beispiel. Okay, alles klar. Mr. 2, wo bist du? Alter, geh mir doch nicht so auf den Sack. So. Weg die Sau. Jetzt schnappen wir uns noch Mr. 3. Der schon Richtung Crocodile ist tatsächlich. Aber der ist ja nicht halb so flink wie hier der doofe. Wie heißt der? Der doofe Mr. 3. Ich glaube, den treffe ich leider nicht. Nee. Hab ich voll daneben gehauen. Nur so ein kleines Schnipselchen. Mr. 3, Alter. Geh mir nicht. Was geht mit ihm? Oh, mein Controller-Akku ist übrigens auch ziemlich bald leer. Das ist ja doof. Scheiße, ich treffe den schon wieder nicht. Das ist so ärgerlich, wa? Egal. So, der ist weg. Haben wir es denn jetzt bald? Ah, Mr. 3 ist wieder zu Besinnung gekommen. Schön. Das gefällt uns ganz gut. Jetzt sind hier so ein paar Enterhaken-Cowboys oder was? Das ist ja auch frech. So, Mr. 2 und Mr. 3 are besiegt.
Ja, ich gehe mal ein bisschen durch hier. Nami, was geht denn? Bin doch hier. Alles gut. Oh, jetzt ist Crocodile hier natürlich auf einer vollkommen anderen Seite. Ich muss aufpassen, dass die Folge jetzt hier vorbei ist, ehe ich von meinem Controller den Saft verliere. Das wäre mehr als ungünstig, nicht wahr? Sind wir mal ehrlich. So, schalte Crocodile aus. Okay, alles klar. Dann kümmere ich mich jetzt höchstpersönlich sofort Crocodile. Noch hier die Münze einsammeln. Da ist er auch schon. Ah, Crocodile, willst du noch ein bisschen mehr fressen? Habe ich gar kein Problem mit. Der hier wieder in seinem doofen Zustand. Wo man ihn wieder nicht angreifen kann, weil er einfach doof ist. Aber, oh, das war knapp. Ach, was ist knapp? Das war einfach Skill. Das war halt von mir gewollt, sind wir mal ehrlich. Wir wissen alle, wie sowas abläuft. Uncool. Aber egal, jetzt kriegt sie halt wieder dafür auf die Fresse. Und zwar richtig. Jetzt kommt auch noch der noch. Bam, 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 bam. Und zack. Ich probiere mal, ob ich so in dem ganzen Braten hier einen Schaden ziehen kann. Oh, das hau ich voll daneben. Das ist ja mega ungünstig. Und der ist hier wieder sein großer König hier. Daneben. Oh, scheiße. Aua. Aua. Egal. Dafür einfach dann zersäbelt. Ich glaube, Crocodile ist auch kein Gegner für Mihawk tatsächlich. Mahlzeit. Haben wir es denn jetzt vielleicht endlich mal? Robin muss doch eigentlich auch noch irgendwo sein, oder? Okay, jetzt haben wir gemeinsam begonnen zu kämpfen und jetzt müssten wir eigentlich noch so langsam die gute Robin kaputt hauen, oder? Ja. Ja. Gut, okay, alles klar. Ich denke, wir haben hier auch wieder einen Feierabendpunkt erreicht. In der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern, dass wir Robin wieder zu einer unserer Hilfsleute machen. Es kann sein, dass dann die nächste Folge viel, viel kürzer wird als alle anderen Folgen, weil ich jetzt diese Mission zu Ende spielen werde. Und dann reicht es mit den Aufnahmen erstmal auch für heute. Darum sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Das war schon mal die Warnung für die nächste Folge. Bis dahin, haut rein, Leute. Tschüss.